Gut Leute, willkommen zur nächsten Folge Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 im Online-Modus oder im Multiplayer oder wie ihr es denn wollt. Ja, es ist jetzt wieder eine Weile her. Ja, ich weiß, ich habe das Spiel ein bisschen aus den Augen verloren und dachte mir, du kannst immer wieder eine Runde spielen. So, ja, mal gucken, wie das so wird. Charakterwahl, ja, ich könnte eigentlich ein bisschen expandieren. Wenn immer Zufall. Also, Puppenspieler kann ich nichts mit anfangen. Okay, let's go. Wir machen das so. Wir machen komplett Zufall, Leute. Wir machen... Ja, ich habe jeden Charakter zu Zufall genommen. Let's go. Also, außer Puppenspieler. Mit denen komme ich nicht zurecht. Das geht nicht. Deswegen mal gucken, was hier so geht. Ich hoffe, es laggt nicht allzu sehr. Der Junge ist Asuke. Das ist ein Chidori. Alter, das ist mit der mit dem Feuerball. Oha. Oh. Ah, lol, okay, siehst du, Sai ist auch so ein Charakter, den sehe ich nicht oft. Und da weißt du auch, lol, du kannst, okay, da, guck mal, zum Beispiel ist, gegen das Ulti kannst du nicht ansprinten. Alter, was ist gerade passiert? Okay, das geht wiederum. Ist interessant. Okay, da gebe ich ihm gerade ordentlich, boah, okay, huh. Ich habe aber kein Chakra mehr, das ist gerade kritisch. Feuerball. Oh lol. Da wurde er gerade was casten. Oh ja, er hat keinen Ausweichback mehr. Das finde ich sehr schön, außer ich kassiere das nicht. Ah, ich wollte den Charakter eigentlich wechseln. Also ich wollte eigentlich zu Konan wechseln. Ist das Konan? Ich glaube schon. Oh nein, es klappt noch. Ah, schade. Ich wollte eigentlich nochmal dingsen. Eigentlich wollte ich noch Ulti dran bringen. Hier, da kann man so einen Feuerball schießen. Abgebrochen, sehr schön. So, soweit ich weiß, fliegt es ja bis dahin, ne? Yo, das verfolgt ihn einfach ein bisschen Desaster. Okay, der Feuerball fliegt. Nice, sehr schön. Das war doch schon mehr oder weniger geplant. Sowieso gibt es viele Sachen, die du echt gut timen kannst. Und lassen wir uns mal nicht treffen. Okay, er blockt jetzt ziemlich hart durch. Ah, schade, jetzt habe ich so... es war nicht gut. Okay, er ist halt nur am Durchblocken. What the fuck? Oh, RIP. Boah, lol, das habe ich gerade gut getimed. Oh Gott, ich drücke viel zu viel die Kombos immer. Ich darf nicht so viel B-Spam, weil, wie ihr seht, dann kommt man da nicht mehr raus. Oh, ich breche ihn ja ab, oder? Oh, lol, doch habe ich. Oh, lol, GG. Oh nein! Nice, okay. Ich will eigentlich nicht, dass er überlädt. Oh lol, das hat ihn noch getroffen. Ah, für Ulti reicht es leider nicht. Unlucky. Ich würde gerne das Ulti setzen. Ja, jetzt hab ich's, oder? Jo. Puh, ich wurde angestupst. Bam. Okay, nice. Ja, das war doch mal ein ganz solides Kämpfchen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Kampf in dieser Folge wieder, ne? Tschüssi. Gut, Freunde, willkommen zum nächsten Kampf in dieser Folge Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Und naja, ich werde es, denke ich, jetzt immer so geschnitten machen, beziehungsweise, dass ich halt wirklich jeden Kampf immer aufnehme und nicht die Zeit dazwischen, weil es halt eigentlich unnötig ist, ne, und dadurch die Folgen ein bisschen kürzer werden und vor allen Dingen auch kompakter so, ne, was die Kämpfe angeht. Also, dass ihr halt wirklich immer Kampf für Kampf hintereinander habt. Ja, wir können wieder random gehen. Oh, Pain. Pain, Leute, Pain. Let's go. Let's go for Pain. Pain ist als Support halt echt cool. Ich glaube aber, so ist auch stark. Okay, Minato ist, boah, eklig. Und die Tochter von... Ich habe den Namen von ihr vergessen. Deswegen nenne ich sie jetzt Tochter von Sasuke und, ich glaube, Sakura. Oder so. Oh, nee. Ich bin das. Pain ist, glaube ich, auch so ein Charakter, der extrem schnell... Okay, never mind.
Warum ich gerade so Dings gehe, so oh lol. Also die bei den Charakteren gerade so, also Zufall einfach, ja, also wenn ich halt sehe, okay, der Gegner ist jetzt nicht so hoch vom Rang her wie ich, dann mache ich das halt. Und einfach, damit ihr einfach ein bisschen mehr Charakter halt Dings habt, mehr Vielfalt. Mehr Vielfalt, genau, damit das halt Ganze mal ein bisschen abwechslungsreicher wird. So. Und ich habe mir angewöhnt, jetzt jede Lobby zu hosten. Also ich hoste jetzt nur noch. Also ich werde nicht mehr in Lobbys reinjoinen. Weil mir das persönlich ein bisschen... Also ich persönlich fuck das ab. Einfach dann, weil... Lol, da bin ich genau rein. Holy shit. Da ist er genau rein. Ah, lol, er kommt. Okay. Pain halte. Ich rufe Pain, wenn er überlebt. Ja, geil. Wenn ich das treffe, es wäre echt sick gewesen. Du kannst es halt echt krass spammen, so. Okay, dodgen kann man dann leider nicht so einfach. Ich würde gerne Chakra sammeln. Oh, lol. Ich kassiere halt übelst. Ich könnte auch überladen. Oh lol, was habe ich gemacht? Ich habe Rasengan gecastet. Lel, okay. Der Delay ist aber echt ein bisschen vorhanden. Also der Delay ist eklig. Alles klar. Ich caste erstmal das Ulti. Oh mein Gott, da wollte ich gerade eigentlich Dings machen. Hier, das Breaken. Okay, alter Minatus. Auch so ein Charakter, mit dem ich nicht klarkomme. Mein Controller ist ausgegangen. Ey, das ist nicht fair. Alter, mein Controller ist gerade ausgegangen, ne? Oh, RIP treffe ich nicht. Ne, das war dumm gecastet vom Timing. Ich block gerade extrem viel. Oh, RIP. Ich habe noch minimal. Noch ganz wenig HP. Nein! Ich hatte noch drei Ausweichbalken. Oh, unlucky. Ja, man hat wieder die Konzentration in mir gemerkt. Holy shit. Oh lol, leck. Was ist los? Oh lol, das ist halt auch heftig OP, Alter. Fucking. Es leckt gerade ein bisschen, ihr seht das. Okay. So. Oh lol. Okay, gut, dann haben wir ihn so besiegt. Schade. Ich finde es immer ganz geil mit dem Ulti. Wobei das, glaube ich. Ich sag mal, jetzt in höherer Elo echt kaum machbar ist, glaube ich. Also ich glaube, wenn so ein Rang 20er gegen so einen Rang 20er kämpft. Also holy shit, ich glaube, da kommt kein Ulti zustande irgendwie. Ich glaube, es funktioniert nicht. Na gut, das war's in diesem Kampf. Wir sehen uns dann im nächsten wieder, ne? Tschüss. Jo. Ja, dann beim... Lol, der Controller geht immer aus, ne? Das ist nicht cool. Gut, dann wieder Zufall, würde ich sagen. Oha. Oh, Puppenspieler, ey. Ja, ist wieder der gleiche Gegner. Ja, ich mache immer eine Lobby auf, wenn jemand reinkommt und der halt annimmt, dann nehme ich halt auch an. Also ich warte immer erst, bis der Gegner halt auch quasi bereit klickt, weil er sich dann ja dafür bereit erklärt, gegen mich zu spielen. So ist das Leben. Ja, ich weiß, man könnte jetzt schreiben, bla, ja, hier, du spielst ja nur gegen die übelsten Lows. Aber wenn gerade keine anderen online sind oder beziehungsweise kein anderer sich bedrängt fühlt hier halt, also dass jemand auf gleichem Niveau in meine Lobby kommt, dann kann ich dafür ja nichts. Ne? Außerdem ist es nicht unbedingt schlecht, also jetzt für den Gegner zumindest, weil ich wurde auch schon von einem Dings ziemlich fertig gemacht. Und das muss ich mir zum Beispiel auch abgewöhnen, dieses Ansprinten, also dieses Predicten. Ich muss dann ansprinten. Wie weit geht das eigentlich? Oh, schade. Ich muss dann ansprinten. Lol, er hat's abgebrochen. Lol.
Da sieht man schon wieder, das sind Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Es leckt aber wieder ein bisschen. Ich hoffe, dass... Er hat keinen Ausweichbalken mehr. Das muss ich machen. Darauf muss ich mal... Okay. Fuck. Oh lol, das war close. Erstmal... Nein, ich wollte... Ich wollte eigentlich dingsen. Oh lol, das hat ihn... Lol, er hat den Charakter gewechselt. Okay, das war gut. Das war gut. Holy shit. Oh, bei dem Delay ist es gerade... schwer. Oh mein Gott. Lol, er ist ausgewichen. Und ich habe direkt danach das Ulti gemacht. Lol. Das war, glaube ich, lucky von mir. Also es war mehr lucky Luck, dass ich hatte, als dass ich das gewollt habe. Das Ulti wollte ich schon machen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so, dass das so hinhaut. Oh, lol, rip. Alter Schwede. Nein! Oh, da habe ich wieder reinpredicted. Da sieht man, so einfach ist es gar nicht. So einfach ist das alles gar nicht. Das gibt's nicht. Dieser Sprintblock sackt übel Balls. Ja, RIP. Habe ich die erste Hälfte was verkackt? Das ist jetzt eigentlich even so, wenn man sieht. Ich habe ihn nur ganz bisschen abgezogen. Das ist halt heftig, Mann. Das ist heftig. Alter, oh lol, da habe ich ihm einfach alle gezogen. Hohoho. Okay, oh, seine Ausweichmenge war gerade voll. Er nutzt es halt. Also er lässt sie halt auch voll werden. Oh, ich hasse das, ne? Nee, Alter. Oh, überladen. Okay, jetzt wird's eklig. Also entweder spiele ich jetzt auf Zeit, oder? Entweder spiele ich jetzt auf Zeit. Ich muss das nicht auf Zeit spielen, wa? Es wird halt echt close, ne? Ich habe keinen Ausweichbalken mehr. Er hat kein Chakra. Das wird schwierig jetzt. Das war... Er hat nichts mehr. Oh lol, Alter. Mit Shurikens beendet. Aber er hat's gesehen, Alter. Holy shit. Da ist nicht... es ist echt schwer. Holy shit. Es war close. Es war nicht schwer. Es war close. Es war knapp. Gut, Leute. Das war's dann gleich mit dieser Folge erstmal wieder. Und wir sehen uns dann bei der nächsten wieder, ne? Tschüssi.